Moin Moin und willkommen bei Going with Evil. Richard ist bewusstlos, während gewalttätige Erpresser, in Klammern schlechter, kamen. So, was haben die? Fee, Fee, Fu, Fum. Ich rieche das Blut der Engländer. Ja. Wir sollen Aiden rausschicken. Wir sind bereit fürs Abendbrot. Nee. So, die kommen von da oben. Jetzt ist wirklich die Frage, theoretisch müssten sie hier angreifen. Wie viele Siedler haben wir? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Das ist gar nicht so wenig, inzwischen. Gut, da haben wir sie schon. Also wir haben nur 9, die angreifen, weil Richard bewusstlos ist. So, die laufen jetzt erstmal ewig lang. Die Frage ist, wo laufen die jetzt lang? Genau dahin, wo sie nicht hin sollen. Nehmen wir das Bogenschütze. Der kann dahin. Und diese kommen hier hin. Wo rennt der Großteil hin? Auch die laufen wieder in zwei verschiedene Richtungen. Die haben noch aber bewegliche. Nein. Also stand anfangs da, dass die bewegliche Bilder, also Katapulte, haben. Aber, nö. Haben sie dann wohl doch nicht. Wer ist das denn? Ach, Richard. Sind jede Menge Bogenschützen. Eins, zwei, drei, vier. Hier sind auch noch welche. Sehr, sehr vielen Bogenschützen und das gefällt mir eher weniger. Meister, Adept und gut. Hauptsache mal gut. Er greift wieder von mehreren Seiten an. So. Lettice hat definitiv am meisten Schaden bekommen. Da brauche ich nicht mal nachgucken. Irgendjemand ist noch im Kampf. Nein. Also ich finde es schöner, wenn die wirklich nur auf eine Seite angreifen. Ich dachte, mit dem Wegen klappt das. In anderen Spielen, die ich bis jetzt hatte, funktionierte das gut. So, wo ist denn der Junge schon wieder? Richard war das, ne? Oder? Jo, scheinbar. Was hat denn Lettice so Schönes? Scheinbar nur Schramm. Gut. Damit sind aber auf jeden Fall erstmal die Angriffe
der Angriff wegen Aiden ja erstmal zu Ende. Und wir können hier weitermachen. Und zwar. Ziehe ich jetzt einfach mal einen Boden. Während wir direkt im Sommer sind, ja. Von der Tür hier hinter. Und ich habe mir angewöhnt, inzwischen die Felder ja, einzurahmen. Von in dem Fall jetzt mit Holz, das reicht auch. Das ist statt 85 100%. Von daher, das reicht. Zack, zack. Zack, zack. Hier im inneren Bereich mache ich erstmal überhaupt noch keine Wege, weil ich glaube, naja. Denke hier so die Ecken, die Burg könnte dann passen, ja. Da muss man aber dann mal gucken. Aber warum? Ja. So. nebenbei, wie man hier sieht, ja, es ist alles braun durch den Lehm. Ich habe zumindest einige Muster angebracht. Ich sehe gerade schön, dass die Fenster alle zugemacht haben. Da bringt es nichts, wenn dann Bogenschützen da oben stehen. Weil ich versuche mal aus dem Fenster, was zu ist, rauszuschießen. So, die bauen hier schön, ja. Man könnte natürlich jetzt auch wieder da weitermachen und könnte, ich zeige es einfach mal, genau dieses machen, weil, also ich muss ehrlich sagen, wenn man das dann doch mal richtig durchzieht, ich finde, es sieht wesentlich besser aus als einfach nur das und gibt dem Ganzen dann auch mehr oder minder noch so den richtigen Touch. Das ist und bleibt dann halt ein Weg. Ja. Zack, zack, zack. Ich meine, so kann man auch einen Let's Play eine Viertelstunde lang führen, indem man einfach nur so Wege klickt. Nein, werde ich nicht machen. Machen nur das Stück, das um die Felder ist, mir egal. Sagt er jetzt und ändert später noch. So wie ich mich kenne, mache ich das. So, die Felder haben wir. Wir haben das fast abgebaut. Einfach nur mal als Bestandsaufnahme. Die Wege fehlen halt noch komplett. So, und man sieht ja hier schon, wir haben 760 Heu. Da ist Heu. Es ist noch nicht so viel im Lager, aber auf Dauer mit der Gerste verstopft man sich die Lagerflächen. Aus dem Grund habe ich halt, wie gesagt, diese in Anführungsstrichen Scheune gemacht. Wo dann auch Heu reinkommt. Ja, hier liegt noch überall viel zu viel rum, wo ich sage, die müssen viel mehr transportieren. Ja, transportiert der. Ja, wer kocht, der kann auch was. Einfach mal ein bisschen aufräumen. Genau, hier sieht man es jetzt. Die Gerste wird geerntet. 21 Heu, 72. Das ist eine ganze Menge. Und
Richard hat jetzt sogar schon Stufe 20 beim Kochen. Das ist schon ein ganzes Stück. Was haben wir da? Cool, cool. Genau, ich meine, das sieht ja jetzt schon. Wenn man so schaut, halt. So sieht es vielleicht noch schöner aus. Denke ich mal. Mir gefällt es. Schließen. Es sieht wesentlich besser aus. Und wir haben am Ende auch Platz hier im Lager. Brennt da immer noch da. Ach, gleich schon die nächste hingelegt. Und hier fangen sie jetzt schon mit dem Weg an. Das ist doch schon mal super. So, transportiert zum Lagerplatz wenigstens einer. Ich meine, das mit den Baumesslungen gefällt mir gar nicht, aber geht der Bau hier schon mal weiter. Ja, zweiten Tag im Sommer. Hübsch, hübsch. Zack. Bedeutet Kohlfeld, 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 ja. Kann es sein, dass wir keinerlei Kohl mehr haben? Das ist natürlich ungut. Also definitiv ungut. So, die Pilze dürfen wir mitnehmen. Haben wir kein Kohl mehr. Ellen ist sogar schon 54. Da liegt Honig, da liegt Honig. Ihr müsst langsam mal wegräumen. Aber ich glaube, Honig kommt dann auch. Gut, also Honig kommt mit hier unten rein und wie man sieht, sieht man, dass das dann langsam irgendwann voll ist. Also ist es jetzt an der Zeit, schön viel Holz auszugeben. Vielleicht nicht unbedingt dahin. Das noch dahin. Gut, die Einstellung hat sogar übernommen. Ich denke, so haben wir erstmal wieder Platz. Keine Stimulanzien mehr? Doch, ja, dann ist doch gut. Naja, so langsam wird das so, wie es werden soll.
dieser Turm, das dauert noch ewig. Da, ja, wird es dann schon noch 2, 3 Angriffe brauchen. Genau. Stroh ist auch schon eine ganze Menge da. Und weil man ja nichts zu tun hat, gibt es noch Thors Hammer. Nun ist die Frage, wo schlägt er ein? Ich sag mal, hier beim Turm ist egal. Nur Holzdach, Strohdach und so weiter. Ist vielleicht nicht so gut. War irgendwo hier vorne. Ja, man sieht es ganz genau, das ist mit dem Transport derzeit noch ein Riesenproblem. Wen haben wir denn noch? Ja, Richard macht nicht viel, der kann definitiv auch transportieren. Ja. So, damit haben wir jetzt einerseits einen wunderschönen Nebel. Den Angriff überstanden. Wir haben die Felder, die sehen jetzt sehr nach Holz aus. Hier würde noch eins hinpassen. Mal schauen. Unsere Scheune ist fertig. Wir haben endlich, was heißt endlich? Wir haben wieder Gerste. Ja. Und unsere Mauer scheint. Gut, hier vorne fehlt noch ein bisschen. Hier fehlt noch etwas, aber es wird langsam. Wir können langsam in Richtung Burgbau gehen und nicht diesen Stadtbasis und sowas. Muss der erstmal nicht sein. Wir können also richtig ordentlich bauen. Das schauen wir uns natürlich dann auch erst beim nächsten Mal an. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und genau bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.